Sommercamp. Woo! Ach bitte, filmst du schon wieder? Wieso? Ich komme immer auf diese ganzen Videos, ne? Wir sind heute in Berlin. Hier um mich herum ist Berlin. Und dort findet heute das PR-Report-Camp statt. Und was genau dort drin los ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist jetzt hier das große 30U30-Finale. Die unter 30-Jährigen, die dieses Jahr vom PR-Report ausgewählt wurden, stellen hier ihre Konzepte vor. Und am Ende gibt es dann heute Abend bei den PR-Report Awards einen Gewinner. Was sagst du dazu? Ich sag dazu, dass es spannend wird. Am besten hat mir diese Gespräche im Pavillon gefallen, die man da auch noch sieht, wo eben ganz viele Leute waren. Und da haben wir uns unterhalten mit der Kommunikationschefin von E.ON, mit dem Kommunikationschef von Bertelsmann und so weiter und so fort. Echt gute Gespräche, ging mal eine halbe Stunde. Was ich noch sehr cool fand, waren diese ganzen 25 Top-Cases oder so. Da gab es so alle 10 Minuten irgendwelche Kampagnen und PR-Strategien. War richtig Zucht drin in der Nummer und man kann immer wieder rein, sich was angucken. Das war nicht schlecht. Die 25 Top-Cases. Das hier ist unsere Wahlkarte, von der hat jeder von uns eine bekommen. Und wir dürfen jetzt unsere drei Favoriten der vorgestellten Cases, also Fallbeispiele, aussuchen. Einen Case, dem wir 3 Punkte verleihen, nämlich den besten Case, oder eben 2 oder jeweils 1 Punkt. Am Ende dieses Auswahlverfahrens geben wir die Karte ab und es wird ein Gewinner gekürt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ja? Im Grunde ein Publikumspreis. Tatsächlich, ja. Genau, bitte, warte, ich gebe mir Mühe. So, jetzt gibt es noch ein gemeinsames Gruppenfoto. Guck mal hier. Dann geht's zurück aus Berlin nach Leipzig, Münster, Lingen, wohin auch immer.